anymore about things I used to know. It's much harder now. Wanna grasp it with words, but it's hard to understand. I just wanna do it, but can I do it now? Wir haben es jetzt 18.11 Uhr, das heißt, also wir haben ungefähr 9 Stunden gebraucht von Bonn nach Berlin. Wir sitzen hier noch in dem Epsel-Auto, haben spannende Sachen erlebt, da können wir viel zu erzählen, den können wir uns noch fragen. Zum Abschluss einfach mal so 3 Highlights. Ja, Erik sitzt da neben mir, 3 Highlights vom heutigen. Was fällt dir, was war für dich so 3 Highlights? Sag mal 3 Sachen. 3 Highlights. Und dann komme ich mit 3 Sachen. Naja, ich bin ganz ehrlich, dich als Typ mal 9 Stunden lang kennenzulernen, ist mein erstes Highlight. Ein bisschen was über Community, über Influencer kennenzulernen, das ist schon cool. Ja. Das zweite, der Tankprozess bei 32 Grad, ist mein zweites Highlight. Und das dritte, ich glaube, wenn man das alles noch ein bisschen optimiert, könnte echt ein System der Zukunft sein. Also deshalb vielen Dank für diese echt spannende, extrem kurzweilige Reise. Ja, also vergleichbar mit so einem Ein-Stunden-Flug eigentlich mit Eurowings. Ne? Ja, klasse. Also meine 3 Highlights ist die Erfahrung, dass das Tanken an den Tankstellen zurzeit in diesen Autos äußerst selten genutzt wird. Ist ja klar, es gibt ja bloß 200 von diesen Fahrzeugen, glaube ich, in ganz Europa. Das heißt, wir waren eine Attraktion an der Tankstelle. Highlight Nummer 2 ist, wir sind ja eigentlich richtige Kerle, ne? Aber dass wir doch Respekt hatten. Wir haben 700 Bar hier hinten drin irgendwo, Wasserstoff, knaller Geschichte. Und die dritte Sache ist die Servicequalität von H2, also ist dieser Lieferant hier für den Wasserstoff. Da gab es ein Problem an einer Säule, ein Anruf, die konnte von Terner gelöst werden. Also ein extrem gutes Serviceerlebnis. Und noch viele andere Sachen, da kommen wir später zu. Also vielen Dank, wenn euch das hier interessiert. Bleibt dran hier an der Telekom Mobility Solution. Und hey, bis dann. Tschüss. Ciao.